Sind wir online? Nee. Sind wir online? Jetzt oder wie? Ich wollte mit Yannick telefonieren, ob das mit dem Ton passt. Ja. Also, ich rufe gerade an. Oh, der ist schon dran, der ist schon dran. Hört er dich? Hört der Yannick, liebe Grüße, hörst du gerade den Ton ganz gut bei dir? Hier, herzlich willkommen aus dem Gillesbachtal, Aachen, Ton hört sich gut an. Wunderbar, läuft alles. Ja. Liebe Grüße an Yannick Bleuel ins Kapellchen. Hörst du uns gerade? Steht schon 3-0 BTB. Ich werde auch gleich in dieser Stimme, in dieser Lautstärke ungefähr reden. Die Bonner Gäste sind hier, laufen in Blau auf. Passt alles? Okay, dann verabschiede ich mich. Bis gleich. Hallo, hallo. Ich bin gerade auf. Ich bin an. Liebe Grüße ins Kapellchen. Bei jedem Treffer gibt der Hanjo einen Schnaps, soll ich ausrichten. Thank you.
Oder das Ding da rein. Hallo, hallo, liebe Grüße gehen raus ans Kapellchen.
Sobald er fertig ist, können wir dann. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier live aus dem Gillesbachtal in Aachen unter diesen merkwürdigen Umständen. Bevor wir gleich zum Sportlichen kommen, müssen wir erstmal ein paar Worte des Dankes hier aussprechen von den ganzen Leuten, die diesen Stream hier organisiert haben, dass jeder, der heute nicht in der Halle sein kann, trotzdem mit dabei sein darf, live mitverfolgen kann, wie unsere Bandits hier auftreten. Und dieser besondere Dank, der geht vor allem an die beiden Brüder Felix, der gerade auf dem Platz steht, und Simon Horn, die sich um die ganze Technik gekümmert haben, dass wir alles organisieren. Solltet ihr die zweimal auf der Straße treffen, haltet Abstand, aber ihr könnt ihnen ja mal ein nettes Dankeschön dalassen. Das ist riesig, was die beiden gemacht haben. Gemeinsam mit Klaus Keuken, der das alles organisiert und dirigiert hat. Vielen herzlichen Dank. Ohne diese Leute wäre das ja alles überhaupt nicht möglich. Und auch ohne den Albert Haken, der an der Kamera für euch heute das Spiel verfolgen wird. Kommen wir zum Sportlichen. Das erste Spiel sollte es eigentlich sein gegen den TSV Bonn. Genau in der letzten Saison sollte es der Auftakt werden. Eine Corona-Erkrankung bei unseren Gästen hat das Ganze jetzt verschoben, sodass wir heute das Spiel nachholen müssen. Es ist das zweite Saisonspiel für die Bonner. Die haben eine englische Woche vor sich, sind gerade mittendrin, haben vergangenen Samstag ihr erstes Spiel zu Hause gegen den HC Weiden mit 25-20 gewinnen können. Haben dort nach 8 Minuten bereits 6-0 geführt. Also die Jungs sind motiviert, die Jungs sind gut drauf. Und unsere Bandits haben auch schon zwei Spiele hinter sich am ersten Spieltag. Das habt ihr ja mitbekommen. Hier ein Heimsieg gegen den Neusser HV. Da haben wir das Heimspielrecht getauscht, damit die Gäste aus Neuss haben darum gebeten. Und dann konnten wir unser Spiel gewinnen mit 26-11. Das zweite Spiel vergangenen Samstag war dann etwas bitterer. Eine 27-18 Niederlage gegen die SG Ratingen. Eine hohe Niederlage für die Mannschaft von Martin Becker, der auch nicht zufrieden war. Aber die Ratingen natürlich eine unfassbar starke Mannschaft. Da kann man durchaus auch mal die Punkte liegen lassen. Die beiden Mannschaften standen sich letzte Saison schon zweimal gegenüber. Am ersten Spieltag haben unsere Bandits hier zu Hause mit 29-33 verloren. Im Rückspiel gab es dann aber die Revanche. Ein 30-27 Sieg gab es in Bonn
dass wir sehr gespannt sind, wie das heute aussieht. Beim Personal der Gäste kann man so viel sagen, es gab keinen einzigen Abgang und keinen einzigen Zugang bei den Bonnern. Nur ein einziger Wechsel gab es und das ist auf der Trainerposition. Frank Berblinger ist der neue Trainer bei den Gästen aus Bonn. Ansonsten genau dieselbe Mannschaft, wie die Burtscheider auch schon letzte Saison gegenüber hatten. Kommen wir zur Aufstellung von unseren Bandits. Mit der Nummer 6 haben wir dort Robin Bleuel, Nummer 10 David Böckmann, Nummer 9 Simon Breuer-Herzog im Tor, Per Dosch mit der 1 und mit der 16 Niklas Elsen, Aaron Ernst mit der Nummer 2, Felix Dorn die 13, Nummer 7 Carsten Jakobs, Sven Keskin mit der 29, Daniel Ossener die 8, Felix Seifel-Pinkerl unsere Nummer 5, unser Captain die Nummer 11, Christoph Oerlings, Philipp Edera mit der 3 und Christoph Zylos mit der 35. Das ist die Mannschaft von Trainer Martin Bob Becker, begleitet auch von Physio Matthias Weise. Und da kommen auch unsere Bandits, laufen ein. 60 Zuschauer wurden zugelassen hier im Gillesbachtal. Die Halle ist damit ausverkauft, aber wir hoffen natürlich auf noch mehr Gäste, gerade vor den Bildschirmen. Ihr seht es unten links eingeblendet, Leimann und Steiner OAG. Das ist unser heutiger Sponsor für den heutigen Livestream. Die Zuschauerzahlen sind sehr gering natürlich wegen der Corona-Umstände. Daher haben wir auch weniger Einnahmen und freuen uns riesig, dass wir hier einen Partner haben, der uns hier auch finanziell ein bisschen unter die Arme greift. Vielen herzlichen Dank. Beim WTB, ähnlich wie bei Bonn, eine sehr ähnliche Mannschaft. Einziger Neuzugang, den man wirklich zu nennen hat, ist Aaron Ernst, der aus Birkesdorf nach Burtscheid gewechselt ist mit der Nummer 2. Ansonsten die altbekannten Gesichter. Im Tor anfangen wird heute beim BTB mit der Nummer 16 Niklas Elsen. Kriegt heute den vorragend vor Per Dosch. Bei uns links außen fängt an Felix Seifel-Pinkerl, daneben auf der halblinken Position Philipp Widera, Aaron Ernst auf der Mitte, halb rechts Carsten Jakobs, Felix Horn links außen und am Kreis unsere Nummer 10 David Böckmann. Bei den Gästen im Tor beginnt Moritz Meißenburg, der ein sensationelles Spiel gemacht hat gegen den HC Weiden am letzten Samstag. Hat der Mannschaft von Andreas Heckhausen da ab und an auch durchaus die Nerven geraubt. Außerdem bei den Gästen Franz Krohn, Florian Benninghoff, Lühl, Fabian Struff, Daniel Fischer, Daniel Roloff und auf Außen mit der 35 Luca Bormann am Anfang. Auf dem Feld. Wenn jetzt weg mit zwei Kreisläufer. Verständlich durch Federer und Ernst. Zeitspiel ist angezeigt. Und der Ball geblockt. Von den Bonnern. Direkt geht es in die andere Richtung. Heißt dann Spiel. Und das ist die Führung für die Gäste. Daniel Fischer vom Kreis mit dem 1-0. Direkt eine Ermahnung von den beiden Schiedsrichtern der Partie. Das Spiel leiten werden heute Malte Brinkmann und Timo Dickholf. Bonner haben letzte Saison auch mit variablen und einer eher offensiven Abwehr agiert. Das ist unter dem neuen Trainer, scheint das anders zu sein. Eine 6-0-Deckung. Mit den Bonnern. Sehr kompakt. Burtscheid wieder mit dem zweiten Kreisläufer mit Felix Seifel-Pinkerl, der von außen einläuft. Und Aaron Ernst mit dem Ausgleich aus dem Rückraum. 1-1. Vom Neuzugang. Ah, da kommt
kommt da viel zu frei durch. Fabian Struff, Glück für die Bordschatter, dass er das Tor da nicht trifft. Und es geht wieder in die andere Richtung. Aaron Ernst, der auf der Rückraummitte, vor allem auch Simon Breuer, mehr Pause geben soll, der auch durch eine schlimme Verletzung an der Hand nicht immer 100% geben kann. Dafür der junge Mann mit der Nummer 2 hier am Ball. Freiwurf für die Bordschneider. Reichen ermahnende Worte, keine Karte von den Unparteiischen. Aaron Ernst steigt hoch. War Kontakt aber da. Das gibt die gelbe Karte für Daniel Fischer. In der Luft gegen Aaron Ernst. Stürmer faul gepfiffen von den Schiedsrichtern. Es geht wieder in die andere Richtung. Und abgefahren von Felix Seifel-Pinkal. Guter Selzen kommt nicht mehr dran. Ecke für die Gäste aus Bonn. Und jetzt sehen wir auch mal die Abwehrformation der Burtscheider besser, die etwas offensiver auftritt mit David Bürkmann vorne an der Spitze. In einem 5-1. Ah, David Bückmann mit dem Kontakt. Zwei Kreisläufer ist bei Bonn. Dann bei Offensiver da, gedeckt von Ernst Videra und David Bückmann gegen die Rückraumspieler der Bonner. Wieder Fischer setzt sich durch gegen Carsten Jakobs. Kein Foul gepfiffen. Und so geht er durch. Fabian Struff gegen Niklas Elsen. 3:1 Führung für den Gast aus Bonn. Hätte Carsten Jakobs gerne den Pfiff gehabt. Hat auch schön zu hören hier. Es sollen keine Fangesänge von der Tribüne kommen und deshalb die Bordscheider mit vielen Trommeln versuchen hier die Mannschaft trotzdem weiter zu pushen. Der Pass. Felix Seifel-Pinkert passt auf. Carsten Jakobs aber wieder gehalten und Kreis ab von David Bürkmann. Schwieriger Beginn für die Bordscheider in der Offensive. Bonner noch vorne in Unterzahl. Fischer lässt sich ganz viel Zeit. Dann wieder der Spezialistenwechsel bei den Bonnern. Nils Bolean, Rückraum Mitte, nur im Angriff. Wechselt dort mit Daniel Roloff. Immer wieder suchen sie den Weg da über Fischer am Kreis. Diesmal hat Felix Horn aufgepasst. Sonst eher weniger Bewegung bei den Bonnern im Angriff. Zeitspiel ist angezeigt. Der Treffer von außen, Franz Krohn. Mit dem 4:1.
Ach, gleich 7 gespielt Minuten. Endlich guter Start der Bonner wie gegen den AC Weiden. Da landet bei Felix Seifel-Pinkel mit dem Heber. 2:4. Glück für die Botschafter, dass er der Ball bei Felix Seifel-Pinkel landet. Und dann geht das auf der anderen Seite einfach zu schnell. Fabian Struff. Eine Bewegung. Und dann ist er durch. 5:2. Aus Sicht der Gäste. Gegen Benninghoff Lühl. Okay, Carsten Jakob tankt sich durch mit dem 3:5. Da kommt die Abwehr der Bonner zu spät. Ja, das ist auch wichtig, dass jetzt einer mal aus dem Rückraum die Verantwortung übernimmt. Burtscheider verzichten gerade oder heute noch auf den Spezialistenwechsel mit Christoph Zylus, der sonst als Abwehrchef dort agieren soll, gemeinsam mit Felix Horn bei der offensiven Variante. Dann aber doch auch Aaron Ernst dabei. Und der passt wieder nicht auf und ist wieder zu spät. Gegenstruff, der hat gerade noch zu viel Raum. Und Ernst, schöne Körpertäuschung, aber ganz stark gehalten, auch auf der anderen Seite von Meisenburg. Schöne Passtäuschung von Ernst, der da durchkommt. Und dann ist auf der anderen Seite Struff, der den Freiwurf kommt. Gelbe Karte für Carsten Jakobs. An dieser Stelle können wir auch von Andreas Heime reden, Neuzugang der Bandits, der heute nicht dabei sein kann, der in Zürich ist und ja immer rübergeflogen kommt für die Spiele. Heute hat das nicht gepasst. Also müssen sie auf den neuen Kreisläufer verzichten, der auch eine wichtige Rolle in der Abwehr beim BTB gefunden hat. Die ersten 10 Minuten sind gespielt. Kein Foul von Aaron Ernst, aber er berührt den Ball. Deshalb die Ecke. Und jetzt hat Aaron Ernst den Ball. Er ist alleine durch. Aaron Ernst mit dem Treffer. 4:6, gute Abwehraktion von Ernst. Und dann passt er auch gut wieder auf im Angriff gegen Bolayan. Besser jetzt die Wurzscheider. Dann gegen David Böckmann. Ganz stark verteidigt von David Böckmann. Kriegt den Ball wieder von Philipp Federer. Böckmann ist durch und Böckmann mit dem 5:6. Starke Abwehraktion da. Ganz stark von David Böckmann im 1 gegen 1 gegen Bolayan. Schnappt er sich den Ball. Und mit nach 2 Gegenstößen steht es dann jetzt wieder 5:6. So schnell kann es gehen. Wieder der Übergang. Bei Bonn. Durch die Beine von Niklas Held. Kreis ab, das Tor zählt nicht. Kein Treffer. Kreis abgepfiffen von den Schiedsrichtern. Glück für Burtscheid.
Passen Sie gut auf die Bonner. Ball kommt nicht zu Felix Horn nach außen. Aaron Ernst, sehr variabel. Kann auch Rückraum links, Rückraum rechts spielen. Wie jetzt der Fall. Jakob seit hoch, stark gehalten von Meisenburg. Der macht eine gute erste Partie, ersten Minuten. Ball kommt nicht an. Ein Wurf gibt es für die Bonner. Niklas Elsener den Ball gehalten. Auszeit, nasser Boden. Das Spiel wird kurz unterbrochen. Bonner kommen derzeit zu sehr einfachen Toren. Dabei ist dort sehr wenig Bewegung im Vergleich zu den Buntscheidern im Angriff. Meistens ein Kreisläufer, der übergeht. Oder es ist Fischer, der angespielt wird. Ansonsten geht auch heute viel über Fabian Struff, der mit seiner Größe gegen Aaron Ernst natürlich einige Vorteile hat. Ansonsten sehr statisch das Spiel bei den Gästen. Oder Jan? Henning aus Mühl gegen Philipp Widera. Verteidigt aber von der Nummer 3 der Burtscheider. Und die erste Auszeit genommen von dem Bonner Trainer Frank Berblinger. An dieser Stelle sei auch nochmal gesagt an alle BTB-Fans, die bei den Heimspielen leider keine Karten bekommen haben, hier im Gildesportal nicht dabei sein dürfen. Bei uns im Kapellchen, beim Hanjo, wird immer noch oder wird immer wieder übertragen in unser Spiel. Genauso wie heute. Dort kann man gemütlich beisammen sitzen mit bekannten Gesichtern. Natürlich alles unter den gesundheitlichen Vorschriften. Aber wir freuen uns, wenn ihr auch da zusammen guckt und nicht alleine sein müsst. Kommt bei uns Kapellchen sonst vorbei. Der Hanjo schmeißt eine Runde. Bei den Burtscheidern auch immer wieder Martin Becker natürlich der Chef, aber Simon Breuer, der Tipps gibt, der mit die Mannschaft pusht, mit Anweisungen gibt, mit seiner Erfahrung, nicht nur auf dem Feld. Ein ganz wichtiger Mann. Ja, der Ball über Fischer, über den Kreis, zwei Kreisläufer. Wollerjan kriegt den Ball aber ganz stark aufgepasst von David Böckmann und von Felix Horn. Gut verteidigt. Philipp Widera, pass auf, kann den Ball abfangen. Und das Carsten Jakobs, Aaron Ernst ganz allein durch, kriegt den Ball, kriegt er. Und mit dem Dreher, schönes Tor von Aaron Ernst zum Ausgleich. Ganz starker Ball von Carsten Jakobs. Ernst erwischt den Ball. Ausgleich, so schnell kann es gehen. Drei Tempo-Gegenstöße bringen den BTB hier wieder zurück ins Spiel. 6-3, 6-6. Zweimal Ernst und David Böckmann mit den Tempo-Gegenstößen. Burtscheider jetzt besser in der Partie und vor allem defensiv auch stärker. Felix Horn da wieder immer Abwehrchef. Lern gegen Böckmann, aber David Böckmann ist da. Pass kommt an zu Fischer und der landet dann irgendwie doch im Tor. Unglückliches Ding. Daher noch die gelbe Karte für Felix Horn. Ja, was ich gerade angesprochen habe. Wenig Bewegung und dann der Ball zu Fischer. Der bewegt sich ganz stark am Kreis. Setzt sich da durch. Und belohnt sich mit dem Treffer. So, jetzt vielleicht für die Burtscheider nochmal ein Treffer aus dem Spiel heraus.
gegen diese kompakte 6-0-Abwehr der Bonner. Fischer versteckt da ganz stark auf der 1. Aaron Ernst durch. Das ist der 7 Meter. So eine Zeitstrafe rein. Gelbe Karte aber für Daniel Roloff. Gut durchgesetzt davon Aaron Ernst. Schnelle Bewegungen. Das ist ganz schwer zu verteidigen. Und 7 Meter, das ist eine Sache für unsere Nummer 3, für Philipp Videra. Videra gegen Meißenburg. Durch die Beine. Ausgleich, Philipp Videra. 7-7. Videra und da der Ball auf Außen. Oh, da verweigert er den Wurf. Hatte er eigentlich Platz, Franz Krohn. Kein Foulspiel. Gut verteidigt von Philipp Videra. Und jetzt vielleicht mal die Führung der Boccia da. Videra Ball kommt zu Felix Seifenfinkel, stand nicht im Kreis. Kein Pfiff. So spielen sie die Überzahl. Bolayan setzt sich durch. 8-7. 7-8. Nils Bolayan, die 5. Gäste im Tempo-Gegenstoß. Schrittfehler, sage ich. Schiedsrichter Glück gehabt für die Rundschatter. Lehrer, Seifel Pinkal ist noch am Ball. Der große Felix Horn. Steigt er mal hoch. Nein. Freiwurf. Horn bleibt am Kreis. Zwei Kreisläufer bei den Rundschattern. Zeitspiel ist angezeigt. Ernst muss schießen. Na, Unterarmwurf abgeblockt. Dann ist es wieder Struff. Genau da aber drüber. Das Elsen versucht den Ball schnell zu machen. David Böckmann fängt den Ball noch. Und das ist früh abgepfiffen. Felix Seifel-Finkel. Treffer zählt nicht. Fertiger Pass von Niklas Elsen, aber David Böckmann den Ball gut gesichert. Bedarf noch zwischen Philipp Videra und den Unparteiischen. David Böckmann hat sich auch gerade bei dieser Aktion, als er den Ball gefangen hat, wohl am Steißbein verletzt. Fasst sich an die Hüfte. Robin Bleuel mit der Nummer 6 übernimmt vorerst am Kreis. Ja, David Bückmann ist da blöd aufgekommen. Nach der Aktion. Weiter geht's. Felix Horn jetzt wieder mit am Kreis. Groß mehr Platz im Rückraum für die schnellen, technisch starken Ernst und Widerer. Herre von Horn. Kein Freiwurf gepfiffen. Ball gehalten von Meißenburg. Und Philipp Videra übernimmt jetzt die Position in der Abwehr von David Böckmann vorne in der Spitze. Robin Bleuel deckt mit hinten. Ein neuer Mann auf dem Platz für die Bonner, das ist Clemens Mäser mit der 21 auf Rückraum rechts.
Zeitspiel ist schon angezeigt. Ganz ungünstiges Tor, Schröff. Ja. Und da wechselt jetzt auch Martin Becker auf die Torhüterposition. Per Dosch ins Tor für Niklas Elsen. Petosch jetzt also im Tor der Botschafter. Dera mit dem Treffer. Ja, Schiedsrichter sind sich beide unsicher. Geben aber den Treffer für den BTB. Philipp Dera hat da noch eine abbekommen. 2 Minuten Zeitstrafe gibt es auf jeden Fall für die Bonner. Das trifft, glaube ich, mit 21 Clemens Messer. Gerade auf den Platz gekommen. Da einen Schlag ins Gesicht bekommen, Philipp Bedera. Bei seinem Treffer zum 8:9. Videra steht wieder. Der Treffer scheint nicht zu zählen. Okay, es gibt wohl anscheinend wurde vorher schon abgepfiffen. Kein Vorteil. Auch Martin Becker versteht das Ganze nicht so richtig. Nachvollziehbar. Fragwürdige Entscheidung. Naja. Tor zählt nicht, es steht weiterhin 7:9. Aber Botscheid jetzt 2 Minuten in Überzahl. Mäser mit 2 Minuten vom Platz. Herz sieht der Bloll nicht. Da fehlt Seife, Pinkel trifft den kurzen Pfosten nicht. Ha. Schade für die Burtscheider. Und jetzt haben die Bonner natürlich ganz viel Zeit, wollen, dass sie runterspielen. Jetzt Mühl Benninghoff. Olajan bleibt vorerst draußen. Und das ist Struff, der hat ganz viel Platz und trifft. Da kommt Ernst zu spät. Und bekommt auch die 2 Minuten Strafe. Die 10 trifft für die TSV. 10:7 für die Bonner. Aaron Ernst hat auch 2 Minuten auf der Bank. Und die Burtscheider exzellent Überzahl, auch den Torhüter. Damit sie weiter in die Überzahl vorne haben. Simon Breuer-Herzog jetzt aus Rückraummitte. Tor der Burtscheider also derzeit leer. Damit die Überzahl bleibt. Jetzt aber Felix Seife-Pinker nochmal und wieder ist es Meisenburg. Wieder stark gehalten vom Torhüter der Bonner. Per Dosch kommt zum ersten Mal an den Ball. Aber 7 Meter Fischer wieder, der sich stark durchsetzt gegen Felix Seife-Pinkal.
Ja, die Boccia da haben ihre Überzahl nicht gut nutzen können. Kein Treffer gemacht und 2 Minuten Strafe ist abgesessen von Clemens Mäser. Perdosch jetzt gegen Benninghoff Lühl. Und Perdosch! Da hat er den Ball! Perdosch! 7 Meter Killer, nicht erst seit heute. Ja, das ist wichtig, dass er den Ball da hat. Er hält seine Mannschaft mit im Spiel. Und nach seinen 2 Fehlwürfen auch der Wechsel bei BTB. Daniel Ostländer mit der 8 jetzt. Auf links außen. Sein 6:6 im Angriff. Roger, das Tor ist leer. Wir finden aber wieder wenig Lösung gegen diese kompakte Abwehr. Wieder Zeitspiel angezeigt. Da müssen zum Abschluss kommen. 3 Pässe bleiben den Wortscheidern. Felix Horn zurück auf den Platz, während Robin Bleuel hier den Ball wegwirft. Aber die Wortscheider wieder vollzählig. Ball auf einen auf Kron. Er wirft nicht. Selber überrascht, dass er an den Ball gekommen ist. Hatte da genug Platz. Und das sind Schritte meiner Meinung nach. Aber der Ball wird weitergelaufen. Und Bleuel haut den Ball weg. Zeitspiel ist angezeigt. 4 Pässe bleiben den Bonnern. Bleuel gut verteidigt gegen Mäser. Das ist wenig Aktion da von den Bonnern. Die Bonner Bank regt sich hier auf. Wollen mehr als einen Freiwurf. Es gibt die gelbe Karte für Philipp Widera. Während Simon Breuer schnell den Spezialistenwechsel macht mit Christopher Oerlings, dem Kapitän unserer Bandits. Ja, Zeitstrafe ist aufgehoben, da BTB eine Strafe bekommen hat, die gelbe Karte. Zeitspiel deshalb vorbei und die Bonner dürfen wieder. Das ist wieder Struf, der sich alleine durchsetzt. Dosch hält den Ball und es gibt 2 Minuten für Carsten Jakobs. Wieder 7 Meter für die Bonner. Auch dieses Mal Bonn wenig Bewegung, aber wenn der Struff dann da anläuft, ist das sehr schwer zu verteidigen und er setzt sich immer wieder durch. Kann das Tor machen oder wie an dieser Sequenz zu sehen. Den 7 Meter rausholen. Benninghoff Lühl will es nochmal probieren gegen Perdosch. Den ersten hat der Botschelder gehalten. Benninghoff Lühl gegen Perdosch. Diesmal macht das besser. Trifft zum 7:11. 4 Tore Rückstand für die Bandits nach 25 gespielten Minuten. Wieder der Wechsel. Perdosch geht raus. Dafür Simon Breuer. Herzog mit dem Angriff. Findet Robin Bleuel. Und der macht das schön. Spektakulärer Treffer. Und 2 Minuten Strafe gegen Struff. Schönes Anspiel da von Simon Breuer. Der Bleuel findet, der in Bedrängnis und mit ganz viel Kontakt sich trotzdem durchsetzt und vom 8:11 trifft. Somit 5 gegen 5. Beide Mannschaften mit Zeitstrafe.
Halb links jetzt Daniel Fischer. Rückt raus aus dem Kreis, auf die Rückraumposition, sehr flexibel. Knappe 4 Minuten noch zu spielen hier in der ersten Halbzeit. 11:8 aus Sicht der Gäste. Wenig Treffer bisher. Da setzt sich Fischer wieder ganz. Entschuldigung, nicht Fischer, Benninghoff Flügel ganz stark durch gegen Felix Horn. Vergrößert den Abstand auf 8:12. Christopher Oerlings jetzt auf rechts außen. Felix Horn jetzt im Rückraum. Daniel Ostender mit seinem ersten Wurf. Der Heber und der Sitz. Daniel Ostender mit seinem klassischen Heber. 9:12. Haben es die Botschafter mal gut ausgespielt. Bis zu den Außen. Den Ball laufen lassen. Und jetzt sehen wir bei den Botschaftern in der Abwehr, die jetzt mit einer 6-0 Abwehr spielen. Christoph Zylus gemeinsam im Mittelblock mit Felix Horn. Martin Becker stellt auf eine 6-0 Abwehr um, will es etwas defensiver, ähnlich wie die Gäste machen. Und trotzdem kämpft sich Mäser irgendwie da durch. Und Trainer Martin Becker nimmt seine Auszeit. Nicht zufrieden mit dem, was seine Mannschaft jetzt hier macht. 4 Tore Rückstand durch einfache Fehler in der Abwehr. Das ist derzeit zu wenig. Und Simon Breuer, der pusht seine Mannschaft jetzt auch nochmal. Aufwachen müssen die Wortscheid. Und viele Public Viewing heute bei den Fans beim BTB und wir senden natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße nach Südtirol, nach St. Leonhard zum Ehrenobmann André Lütz. André, du Obernan, liebe Grüße in deinen wohlverdienten Urlaub. Die Wortschreiter haben die Auszeit genutzt, um sich nochmal zu pushen, nochmal wach zu machen. In der Abwehr, das ist bisher zu wenig von der Körpersprache. Wortschreiter jetzt auch wieder vollzählig. Waren sie vorher auch schon. Überzahl sind die Bortscheider. So rum ist es. Jetzt aber vollzählig die Bonner. Mit Daniel Roloff, der das Spiel komplett gemacht hat, der heute voll auf Carsten Jakobs aufpassen soll. Er hat vergangene Saison beim Sieg der Bortscheider 9-mal getroffen gegen die Bonner. Da ist er am Ball. Da wird viel gezogen, aber fair gespielt von den Bonnern, das muss man einfach sagen. Zeitspiel jetzt angezeigt von den Unparteiischen. Zeit muss zum Abschluss kommen. Genau das soll Roloff machen. Carsten Jakobs keine Chance geben, sein starkes 1:1 durchzusetzen. Fehlpass Breuer. Struff durch. Und kann einen einfachen Treffer machen. Simon Breuer hat da Robin Bleuel am Kreis gesucht. Ihn nicht gefunden. Probiert es die Wurzel mal mit 2 Kreisläufern.
da kommt zu wenig. Das ist ganz starke Defense, die heute die Bonner hier spielen. Nachnern fällt derzeit noch sehr wenig ein. Carsten Jakobs jetzt vielleicht mal Strandwurf auch abgeblockt. Ball bleibt aber bei den Bordscheidern. Sehr genau halt unsere beiden Schiedsrichter, wenn es um Einwürfe und die schnelle Mitte geht. Zeitspiel wieder angezeigt. Deutschland muss ein Abschluss kommen. Und der Ball wird gefunden. Und da ist jetzt aber sehr viel Kontakt. Zeitstrafe gegen Daniel Fischer. Wieder Robin Bleuel, der den 7 Meter rausholt. Nach Anspiel von Simon Breuer. Dann gibt es den 7 Meter. Philipp Widerer. Sekunden sind noch zu spielen. Und Widerer mit dem Treffer. Bleibt stark von der Linie. Die letzten 5 Sekunden. Mäser. Fedosch hält den Ball nochmal. Somit bleibt es beim 14:10 zur Pause. Da muss auf jeden Fall auch mehr passieren. Bei BTB. Noch ist es nicht vorbei. Schiedsrichter wollen noch einen Freiwurf für die Bordscheider. Ja, Carsten Jakobs wirft er drauf. Nein, macht er natürlich nicht. Und somit geht es die Pause mit dem 14:10. Ja, sehr wenig fällt den Aachener derzeit ein gegen diese stabile 6-0-Deckung der Bonner. Und ein starken Moritz Meisenburg im Tor bei den Gästen. 3 Tempo-Gegenstöße und 2 7 Meter, ansonsten wenige Treffer aus dem Spiel heraus. Wir hoffen natürlich auf Besseres in der zweiten Halbzeit und melden uns gleich wieder. Bleibt dran. Hallo Aachen, hallo Handball Hochburg Aachen. Komplett an voller Motivation, mit starkem Spiel und mit einem Kämpfertrick von Simon Breuer auf Carsten Jakobs. Sensationeller Treffer der Bordscheider an dieser Stelle. Widerer gegen Hölzel. Philipp Widerer trifft, das ist der Ausgleich für den BTB. Unglaublich, was hier los ist. Es geht weiter in dieser Partie. Zu Hause, denn zu Hause, das ist in erster Linie kein Ort, sondern das ist ein Gefühl und das Gefühl heißt BTB.
So, willkommen zu Halbzeit Nummer 2. Wir haben gerade voller Freude gesehen, dass eben 305 Leute diesen Stream verfolgt haben. Natürlich noch mehr beim Rudel gucken. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei sind. Lasst uns gerne Feedback und Ähnliches hier. Wir arbeiten natürlich immer weiter an den Ton- und Bildqualitäten. Das ist auch unsere erste Pandemie. Wir müssen uns auch erstmal eingewöhnen. Aber wir freuen uns riesig, dass das so Anklang bei euch findet. Und freuen uns jetzt natürlich auf eine gute zweite Halbzeit. Gottschalter vorerst jetzt wieder in Überzahl nach der 2-Minuten-Strafe für Fischer. Born beginnt mit Kron, mit Mäser. Hier wieder Stroph, mal wieder, diesmal gegen Perdosch. Der hat den ersten Ball, den zweiten dürfte an, aber Kron im Nachsetzen nochmal fertig zu machen. Luca Bormann noch und Benninghoff Lühl bei den Bonnern auf der Platte und natürlich weiter an dem Tor. Moritz Meisenbrück, der eine gute erste Halbzeit gespielt hat. Bei BTB von links aus Daniel Ostländer, halb links Aaron Ernst, diesmal erstmal gemeinsam auf Platz. Jetzt Simon Breuer und Daniel Ostländer, der ist drin. Heißburg ist dran, aber der Ball landet im Netz. Daniel Ostländer, sein zweiter Treffer heute. Und in der Abwehr bei Bortscheid, Carsten Jakobs, Robin Bleu, Felix Horn, Christopher Zylus, Aaron Ernst und Daniel Ostländer. Simon Breuer derzeit Spezialistenwechsel mit Christopher Zylus bei den Bortscheidern. Immer noch in Überzahl und wieder sind Bleuel und Horn. Verteidigen ist gut. Zeitspiel angezeigt. Ah, das macht er einfach stark. Also Stroph heute mit einem richtig guten Spiel. Den kriegen sie nicht unter Kontrolle. Horn ist gefühlt eng dran, aber kommt trotzdem. Kann ihn nicht festmachen. Und so fällt der nächste Treffer. Horn diesmal auf der anderen Seite und da kämpft er sich durch. Felix Horn jetzt mal im Rückraum. Hat er ganz viel Platz, Aufsetzer. Felix Horn mit seinem ersten Treffer heute. Und Horn ist wieder vollzählig. Aber Daniel Roloff geht heute an den Kreis oder geht jetzt an den Kreis. Fischer bleibt vorerst draußen. Anspiel kommt nicht an. Ah, da hält Horn vielleicht zu lange. Gegen Bormann. Da kommt wieder der Basser. Diesmal ist Perdosch da. Daniel Ostländer hat den Nachwurf. Und dann geht es schnell in die andere Richtung. Christopher Zylus, Fischer, passt aber gut auf. Ja, lassen pfeifen früh ab, meiner Meinung nach, die beiden Schiedsrichter. Simon Breuer jetzt wieder im Rückraum. Christopher Zylus. Oh, und er kann steigen, stark aber gehalten von Meisenburg. Ja, Felix Horn spielt jetzt auf der Rückraumposition. Carsten Jakobs auf der Rechtsaußenposition. Und wieder sucht in den Kreis, diesmal nicht. Simon Breuer hat den Ball, Robin Bleuel geht alleine durch, alleine. Und Robin Bleuel mit dem Treffer. Das sind die einfachen Dinge, die wichtigen Tore, die der BTB braucht. Starke Abwehraktion. Diesmal haben sie das Kreisspiel unterbunden. Der Kreis hat nicht den Ball bekommen. Und so geht es diesmal in die andere Richtung. 13 zu 16. Ja, zwei Kreisläufer und Ernst und Ostländer gehen raus. So muss er werfen, Benninghoff Lühl. Und der Ball prallt vom Pfosten ins Seitenhaus. Und die Bortscheider haben wieder die Chance, den Rückstand auf zwei Tore zu verkürzen. Das ist
Simon Breuer. Ja, kommst zum Wurf, aber Meißenburg, pass auf. Robin Bleuel weiterhin am Kreis für den eben angeschlagenen David Böckmann. Ja, Breuer, die Würfe von ihm kommen immer sehr gut und versteckt, aber diesmal passt Meißenburg auf. Fischer ist durch. Die können auch vorne, nach vorne Tempo machen, die Bonner. Das hatte der neue Trainer bei seiner Ankunft beim CSV gefordert, dass man auch schnell nach vorne spielt, was eher untypisch für die Bonner ist. Aber hier am Beispiel von Daniel Fischer sehen wir, dass das durchaus auch eine Waffe ist von den Bonnern. So, wieder WTB, Glück. Ernst kriegt den Ball noch. Ja. Jetzt Felix Horn, Rückraum rechts bei Burtscheid. Einer, der auch mal steigen kann gegen die große Abwehr der Bonner. Wo Carsten Jakobs dann nicht immer drüber gekommen ist. Das ist jetzt die Aufgabe von Horn. Fehlwurf Ernst. Und dann geht es auf die andere Seite. Und da ist Bormann frei durch. Und wieder klingelt es bei den Burtscheidern im Tor. Das geht geradezu einfach 18-13. Vorne finden sie wenig Mittel und dann mit viel Tempo spielen die Bonner nach vorne. Gilles macht da, hier wird getrommelt, hier wird geklatscht. Rufen darf man nicht. Bernd Horn hier hochsteigt, genau das meine ich. Der kann da mal aus dem Rückkommen schießen. Und das macht er jetzt auch, Felix Horn. Mit seinem zweiten Treffer. Bormann ja, und dann ist die Abwehr einfach nicht da, gerade bei den Bordscheidern. Vorher schon Glück gehabt beim Wurf von Struff. Und dann ist Bormann auf Außen durch. Bordscheider arbeiten gerade sehr hart im Angriff für ihre Tore und lassen dann zu viel zu im Gegenzug auf der anderen Seite. Ernst, jetzt hat er mal Platz, macht er ganz stark und der Ball kullert irgendwie durch. Meißenburg ahnt die Ecke, liegt dort auch richtig, aber der Ball ist drin. 15-19 und Stürmer-Foul gepfiffen. Ball bei den Burtscheidern. Verdorsch macht das Spiel wieder schnell. Christoph Zielos, diesmal mit dem Angriff. Ernst zieht durch, hat ganz viel Kontakt, kriegt den Ball aber noch drin. Ganz starker Treffer von Aaron Ernst. Den macht er gut, ein gefühlvoller Heber. Kriegt Meißenburg, der sich breit macht. Und so steht 16-19. Vorher ganz stark das Stürmer vorgezogen von Carsten Jakobs. Ernst jetzt mit zwei starken Treffern. Aaron Ernst, der Bruder von Simon Ernst, deutscher Handball-Nationalspieler. Ein absoluter Gewinn für die Burtscheider. Wieder ist es Struff, der durchkommt. Und wieder ist es Struff, der ganz einfach trifft. Den kriegen sie heute einfach nicht unter Kontrolle. Die 36 im Glück, 16-20 führt mit dem Unterarmwurf, aber Meißenberg passt einfach auf, Fuß ist gepfiffen. Ja, da hat der Loster, der wollte das Spiel schnell machen. Glück aber für Burtscheid. Weiter im Ball, bitte. Nochmal 1 gegen 1. Aaron Ernst, starker Unterarmwurf. Der macht das hier gerade ganz stark. Der jüngste Burtscheider. Unterarmwurf durch die Beine von Meißenburg.
Und diesmal ist Pedosch da. Kein Treffer. Pedosch mit der Parade. Auf der anderen Seite Felix Horn. Ja. Kein guter Stand. Ernst Kühlus. Handspiel an. Ah, den Ostländer kommt nicht an. Freiwurf. Burtscheid. Aaron Ernst setzt dreimal hintereinander für die Burtscheide getroffen. Der macht das gerade richtig gut. Sehr variabler Spieler. Packt man auch einmal diesen Unterarmwurf aus. Behrens ist jetzt die gelbe Karte für Frank Berblinger, ist der wirklich sehr lautstark die ganze Zeit an der Seitenlinie herum spaziert. Unparteiischen haben genug. Gelbe Karte, Verwarnung. Felix Horn, jetzt mal gegen Fischer in der Abwehr. Felix Horn kämpft sich durch, ganz starker Treffer von Felix Horn. Macht er gut, der Mann hat die Power, der hat die Kraft. Den nutzt er jetzt mal im 1 gegen 1. 18 zu 20, Entschuldigung. Und dann ist es wieder so einfach und wieder das Anspiel an Fischer. Der kriegt viel zu leicht den Ball. Das ist gerade derzeit immer wieder dasselbe Spiel. Burtscheid mit langen Angriffen müssen sich das Tor wirklich hart erarbeiten und im Gegenzug dann in der Abwehr zu inkonsequent. Sodass meistens Fischer oder Schwulf zum einfachen Abschlüssen kommen. Wieder Horn durch und wieder gut. Felix Horn. Da kommen jetzt mal die Treffer aus dem Rückraum. Spielerisch gelöst. Felix Horn wieder 1 gegen 1. Setzt sich durch und Christoph Zylos ganz passiv. Will da keine 2 Minuten riskieren. Lessing-Kontakt komplett weg. Und Benningham löst 2 Pässe. Und dann klingelt es wieder bei Burtscheid. Ja, da muss Martin Becker jetzt mal reagieren. In der Abwehr ist seine Mannschaft überhaupt nicht da. Im Angriff mittlerweile eine bessere Burtscheider Mannschaft sehen. In Hälfte 2. Aaron Ernst wieder mit dem Unterarmwurf und wieder durch die Beine. Der spielt ja ganz frech. Aaron Ernst. Starker Treffer. Und da ist die Auszeit vom TSV. Das hat Berblinger nicht gefallen, wie jetzt Aaron Ernst sich 3-4 Mal richtig gut durchtanken konnte. Auf halb links und ein Felix Horn auf halb rechts, der seine Größe ausspielt, sich immer wieder durchsetzt und auch zu den ersten Treffern kommt. Während Martin Becker jetzt auch mal versucht, seine Mannschaft umzustellen und auch mal das Defensivverhalten seiner Mannschaft ansprechen wird, können wir schon mal nach vorne blicken. Auf den kommenden Samstag. Dort ist wieder Heimspiel für BTB gegen den Spitzenreiter Tusen Essen. Kommt ins Gillesbachtal. Wir sind selbstverständlich wieder für euch dabei mit unserem Stream. Wollen wieder, dass ihr uns vor den Bildschirmen unterstützt und mit Teil dabei seid. Schaltet gerne wieder ein, Samstag um 20 Uhr. Wenn unsere Mannschaft den Tabellenführer aus Essen herausfordert und unsere Mannschaft weiß, Tabellenführer im Gillesbachtal kann man durchaus schlagen. Jetzt geht's aber erstmal die Bonner unter Kontrolle zu kriegen. David Böckmann ist jetzt auch wieder zurück, geht aber nicht in die Spitze, sondern verteidigt auf derselben Position wie Robin Bleuel auf halb rechts und Philipp Videra kehrt zurück bei den Burtscheidern. Ja, wieder offensiveres Spiel. Mäser und von Struff. Gut verteidigt von Videra. Das nach außen. Oh, den macht er ganz stark. Schöner Treffer von Bormann. Und Horns durch. Und mit dem Heber, den kann er auch. Nicht nur Kraft und Masse der Mann, auch Gefühl. Felix Horn, schönes Tor. Wenn es jetzt rückwärts geht und diesmal ist Philipp Videra da.
und verhindert das Ding gegen Clemens Melser. Diesmal packen sie früh genug an. Wolloff, der jetzt öfter hier am Kreis spielt mit dem Ball. Und sie suchen natürlich mit der 36 immer wieder Struff. Da ist er. Kann sich wieder gegen zwei durch, aber diesmal ist David Bückmann da. Hilft aus. So muss das aussehen. Hilft Felix Horn da in der Verteidigung. Besser jetzt. Aaron Ernst, sehr offensive Deckung. Philipp Edera passt da. Den Ball ab, aber der Ball bleibt in Bonner Hand. Struff. Wird abgepfiffen. Spannend, was jetzt passiert. Jetzt müssen beide mit einer aufeinander. Struff, der sich mit einigen Schritten da durchsetzen will. Beklagt das. Der Ellenbogen vorne ist im Gesicht von Philipp Edera. Im Dialog gerade. Alles fair. Geht, wenn ich das richtig sehe, 7 Meter für die Bonner. Nein, Freiwurf gibt's. Freiwurf für Bonn. Denke ich, richtige Entscheidung. Aber und jetzt ganz offensive Deckung gerade. Zeitspiel ist übrigens angezeigt. Bormann. Mit Messer. Mit Lühl. Das sind Schritte. Nein, sind keine Schritte. Das sind nur noch wenige Pässe. Sie werden wahrscheinlich jetzt Struff suchen. Naja, das ist Mäser, der sich den Ball nimmt. Steigt hoch, drüber. BTB jetzt erstmals nochmal die Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen. Starke Abwehrarbeit diesmal von Bolstein. Diesmal waren sie wach, haben gut verschoben, sich geholfen und wurden jetzt mit dem Ballbesitz belohnt. Gegen 1 gegen Struff, Breuer. Ja, das verteidigt er gut. Offensiv und defensiv stark, die Nummer 36. Aber Ernst steigt hoch. Zeitspiel ist angezeigt von den Unparteiischen. Breuer ist da versucht durchzukämpfen, aber Daniel Fischer verteidigt das sehr gut da im Mittelblock. 4 Pässe bleiben den Bornstadter noch. Dann muss spätestens der Abschluss kommen. Aaron Ernst, Daniel Ostländer nimmt sich ein Herz. Daniel Ostländer mit dem Anschlusstreffer. 22 zu 23. Daniel Ostländer, 3 Würfe, 3 Treffer heute. Gute Ausbeute der Nummer 8. Und es geht nicht in die andere Richtung. Aber Bornstadt, pass auf. Philipp Edera sagt auch, richtig entschieden. Philipp Edera gut gegen Mäser. Das ist immer wieder dasselbe Bild. Nach dem Gegentreffer Mäser mit viel Tempo. Aber diesmal ist Philipp Edera da, der ihm den Kontakt gibt und sein Spiel unterbinden kann. Dann heißt es wieder Defense für die Bandits. Philipp Edera, der macht das gut davon auf der 1 gegen Mäser. Das Tempo ist raus. Wir können nicht so gut mit Geschwindigkeit auf die Abwehr zulaufen. Die Abwehr scheint stabiler zu stehen. Wieder sind sie einzeln Aktionen und das ist 7 Meter. Kritische Entscheidung. Ich weiß nicht genau, wofür dieser 7 Meter jetzt gepfiffen wird. Abwehr steht nicht im Kreis, kein Kontakt von hinten. Scheinen auch die Bonner etwas überrascht zu sein. Aber es gibt 7 Meter. Jetzt nochmal ein Moment für Perdosch. Die kann er doch, die Dinger. Auf geht's, Doschi. Gegen Benning aus Lühl. In dem 7 Meter Duell steht 1 zu 1. Aber Benning aus Lühl macht das gut.
hält den Vorsprung der Bonner auf 2 Tore. Fünfter Treffer von Benning auf Fülle. Heute. 2 vom 7 Meter Punkt. Meter Strich. Eigentlich natürlich. Daniel Ostländer nimmt es wieder ein Herz und wieder Daniel Ostländer. Der macht heute ein ganz starkes Spiel. 4. Treffer. Gut ausgespielt worden, Aaron Ernst. Und wieder gut verteidigt. Genau das ist nämlich diese Situation, wenn Mäser da mit Tempo kommt. Matti Wecker hat da auch Schritte gesehen, aber Philippe Derer ist da. Kann ihn direkt stoppen. Dieses Mittel der Bonner vorerst unterbunden. Diese schnelle Mitte mit Tempo. Diesmal stehen die Bordscheider auch dank Philippe Derer. Konstanter. Ja, Carsten Jakobs jetzt mit einer Manndeckung gegen Stroh. Kreislandspiel. Und dann ist es Pedosch, der den hält. Aber 7 Meter. Und BTB möchte einen Torwart wechseln. Niklas Elfen kommt für den 7 Meter nochmal auf die Platte. Ja, ein schönes Anspiel davon. Mäser an den Kreis. No look. Und dann sind sie einfach dann zu stark. Kriegen die nicht gepackt. Felix Horn kriegt die nicht gepackt. Und so gibt es 7 Meter. So. Berning auf Lühl. Gegen Niklas Elsen. Macht er ganz stark rein. Benning auf Lühl. Zögert nicht lang. Jetzt 25 zu 23. Martin Becker verlässt sich jetzt auf den Rückraum mit Felix Horn, Simon Breuer und Aaron Ernst. Die machen ihren Job auch gut. Und Horn steigt hoch. Aber diesmal die Parade, kein Freiwurf. Und da jubelt er mit dem Ball Michael Rieder im Tor bei den Gästen. Michael Rieder gerade eingewechselt worden. Torwartwechsel also auch bei den Bonnern. Ebenfalls zurück auf dem Feld für Bonn Nils Bolajan, der hier am Ball ist und direkt den Treffer erzielt. Und viel Kontakt, wieder schön abgelegt von Horn, aber der geht nicht rein. Philipp Wiederer trifft den Pfosten und die Chance für Bonn, das Spiel wieder richtig in die Hand zu nehmen und mit 4 Toren in Führung zu gehen. Aber Carsten Jakobs zieht das Stürmerfoul. Pedosch, langer Ball, David Böckmann, Bolajan ist da. Seitenwechsel Aaron Ernst, aber ist wieder Ruhe in das Spiel der Bordscheider. Gut gezogen, da das Stürmerfoul von Carsten Jakobs gegen Schuff. Knappe 10 Minuten sind noch zu spielen. Nur noch 3 Tore Rückstand für Bortscheid. Wilder Wurf von Felix Horn. Hat er da Kontakt? David Böckmann ist im Ball, aber der kommt trotzdem durch und dann ist es auf der anderen Seite Kron. Der außen am Ball kommt mit dem Treffer. Und Martin Becker reagiert mit einer Auszeit auf diese Phase seiner Mannschaft. 2 Tore waren sie dran, auf ein Tor waren sie sogar dran. Jetzt sind es wieder 4. Es geht wieder zu leicht für die Bonner. Vorne werden die Bälle weggeworfen.
Da müssen die Kräfte nochmal mobilisiert werden jetzt bei Burtscheid. Bonn, dasselbe Spiel wie schon die ganze Zeit. Eine sehr defensive, starke Abwehr mit großen Typen mittendrin. Das ist sehr schwierig. Für die etwas kleineren Burtscheider da zum Torabschluss zu kommen. Felix Horn hat das jetzt aus dem Rückraum ein paar Mal gezeigt, wurde gut freigespielt. Und auch Aaron Ernst, der durch seine Wendigkeit, seine Schnelligkeit öfter zum Abschluss kam. Bei Burtscheid wird nochmal gewechselt. Philipp Videra bleibt vorerst auf der Bank. Christoph Oerlix. Jetzt auf Rückraum rechts. Kurze Atempause für Felix Horn. Ja, Christoph Oerlix geht nach rechts außen. Carsten Jakobs übernimmt auf Rückraum rechts. Daniel Ostländer Kempertrick. Oh, der kommt glücklicherweise noch zu Christoph Oerlix. Oerlix mit dem Kemper den Erfolg finden, aber geblockt. Das Einlaufen von Carsten Jakobs. Der jetzt am Ball ist. Ronoff. Der macht das heute schon stark, der Daniel Roloff mit der 77 bei den Gästen. Zeit ist angezeigt. 6 Pässe bleiben dem Burtscheider. Breuer. Ja. Der kommt da heute einfach nicht durch. Den machen sie die ganze Zeit richtig fest. Der kommt nicht zu seinen bekannten Abschlüssen oder Kreisanspielen. Starker Abwehrblock. Jetzt Carsten Jakobs steigt hoch. Carsten Jakobs aus dem Rückraum kriegt viel Kontakt. Und es gibt auch die 2 Minuten Strafe gegen Daniel Fischer. Carsten Jakobs. Jetzt mal aus dem Rückraum mit dem Treffer. 24, 27. Und die Burtscheider pushen sich jetzt nochmal. Das ist doch jetzt ein Moment. In Überzahl. Nochmal zurück ins Spiel zu finden. Görlings, der Kapitän mit der Helfer, den Burtscheidern, übernimmt jetzt gemeinsam mit Philipp Videra den Mittelblock in der Burtscheider-Defensive. Und im Kreisläufer jetzt in Unterzahl die Bonner. Mit Kron, Müllerjan, Benninger auf Schlüel und mit Bormann auf der Platte. Mann gegen Ernst. Durch Feld. Ja, kommt sehr offensive Deckung gegen Stuff. Sehr passives Spiel von den Bonnern. Müller ja. Kommt vorbei, aber Perdosch ist jetzt da. Hält den Ball, hält die Burtscheider im Spiel. Und jetzt geht es in die andere Richtung. 3 Tore Unterschied. Überzahl BTB. Sperre von David Böckmann und jetzt kommt Simon Breuer mal durch. Und trifft. Zum 25-27. Starke Sperre da von David Böckmann. Simon Breuer frei durch. Und zum Abschluss. Offensive Deckung jetzt wieder von Burtscheid. Roman am Kreis. Überlegen Schiedsrichter, aber nicht abgepfiffen.
Zeitspiel angezeigt. Und immer wieder ist es Böhmer, der einfach alleine drauf zuläuft. David, Daniel Ostender. Gut aufgepasst. Den Ball abgefangen. Vollzählig sind die Bonner. Müssen aber zum Abschluss kommen. Zeitspiel ist angezeigt. Aaron Ernst passt auf. Drei Pässe bleiben den Bonnern. Jetzt gibt es eine Zeitstrafe gegen Irlings. Ja, Daniel Roloff da runtergezogen hat. Roloff mit seinem ersten Treffer. Bonner jetzt 2 Minuten in Überzahl, heißt Perdosch geht raus für Philipp Widera im Angriff. Leeres Tor. Bei Burtscheid. Philipp Widera jetzt also auf der ungewohnten Halbrechtsposition. Breuer kämpft sich durch, kriegt den Freiwurf. Dort trifft er nicht. Jetzt ist es schon eine Sache der Zeit. Bonner nutzen jede Sekunde, die sie von der Uhr nehmen können. Jakobs Widera. Verschieben da gut die Bonner. Viel Bewegung bei Burtscheid, aber kommen nicht durch. Und dann hat Michael Rieder den Ball. Gerade hat schon die Champions League gewonnen, so wie er schreit. 5 Minuten sind noch auf der Uhr. 3 Tore Rückstand für den BTB. Dem Rückstand laufen sie schon lange hinterher. Bonn immer wieder gefährlich im Angriff. Im 1 gegen 1 und das ist ein ganz einfaches Ding. Und Bormann hat ganz viel Platz mit dem Dreher. Das werden ganz schwierige 4,5 Minuten für Burtscheid. Daniel Ostländer wieder mit dem Treffer. Beide abgeschalten. Schiedsrichter haben nicht gepfiffen und dann nimmt sich Daniel Ostländer eben den Wurf. Sehr gute Ausbeute heute von ihm. BTB nochmal mit einem Torwartwechsel. Niklas Elsen jetzt wieder zwischen den Pfosten. Hörlings füllt jetzt wieder auf. Während Bormann wieder zum Wurf ganz alleine frei durchkommt und den alten Vorsprung auf 4 Tore wieder legalisiert. Legalisiert. Breuer jetzt mit einer Pause im Angriff. Philipp Widera auf halb links. Hier am Ball. Einfach gut verteidigt. Gut und fair verteidigt von Fischer gegen Ernst. Und Martin Becker nimmt nochmal die Auszeit. Ja, etwas mehr als 3 Minuten sind noch auf der Uhr. 4 Tore, unmöglich ist das nicht, aber das ist eine ganz schwierige Auslandssituation, gerade für den BTB. Bonner spielen das hinten sehr gut, verteidigen eng, verteidigen stark gegen den Rückraum und kommen vorne einfach zu einfachen Treffern, das muss man einfach auch sagen. Bormann gerade 2-mal ganz frei durch auf außen und wenn der Kreisläufer dort am Ball ist, dann ist das halt ganz schwierig zu verteidigen gegen diese kräftigen, großgewachsenen Bonner. Schwierig. So, weiter geht's aber noch mal. Carsten Jakobs
Kriegt da den Kontakt. Gibt Freiwurf und 2 Minuten gegen Struff. Da muss ich ehrlich gesagt zugeben, weiß ich nicht, ob man die geben muss. Kontakt war da, ja, gegen Carsten Jakobs, aber... Ballbesitz bleibt trotzdem bei Bonn. Foul war wohl nach dem Wurf von Jakobs. Ich frage auch gerade nochmal nach beim Schiedsrichter, weiß auch nicht genau. Zwei Minuten Zeitstrafe also für Bonn, die aber dennoch im Ballbesitz bleiben. Beide Entscheidungen. Naja. Diese meinen. Manndeckung jetzt natürlich bei Burscheid. Hinten noch Christopher Wörlitz, der absichert. Aber man geht jetzt ganz offensiv. Man riskiert jetzt alles. Ohne Foul an den Ball zu kommen. Und hofft auf einen Fehler. Leian. Da ist der Fehler. Ballbesitz, Burscheid. Und jetzt haben die Burscheider die Überzahl. Und den nimmt sich Carsten Jakobs. Kreis ab. Aber auch gehalten. Und das, der nimmt sich ganz schön viel Zeit, um das Spiel weiterlaufen zu lassen. 15 Sekunden, weil keiner den Ball geholt hat. Ah, bitte will kein Foul riskieren bei der Manndeckung. Torwart von Bonn ist auch wieder zurück. Bolajan kriegt den Pfiff. Die letzten 2 Minuten haben begonnen. Will aber langer Ball von Oerlings, den kriegt David Bürkmann noch. Philipp Videra kämpft sich durch, kommt zum Abschluss, kriegt den 7 Meter und zieht die Zeitstrafe. Ah, glücklich. Aber etwas zu weit da der Ball von Oerlings. Aber David Bürkmann, der sprintet den Ball und gibt den Burscheidern die Chance, auf 3 Tore zu verkürzen. Durch einen 7 Meter Wurf, Philipp Videra. Auf Diskussionsbedarf zwischen Bonn und den Unparteiischen. Videra also gegen den agilen Frank Werblinger. Ah, kann er tanzen, wie er will. Philipp Videra trifft. Boah, da lassen sich ganz viel Zeit. Weitergeht. Wollen das jetzt runterlaufen lassen. Doppelte Überzahl für Burscheid. Ja, die werden den Ball jetzt hier laufen lassen. Burscheid will kein Foul riskieren. Daniel Ostländer fängt den Ball ab. Oerlings, langer Ball. Und David Bürkmann ist frei durch. Kriegt er den Kontakt. Und das sind nochmal 2 Minuten. Gegen den Torwart. Der darf nicht draufgehen, wenn er da den Gegenspieler berührt. Dann gibt es 2 Minuten. So muss Michael Rieder den Rest des Spielsets auf der Bank verbringen. 2 Tore Unterschied. 75 Sekunden noch zu spielen. Und der BTB spielt jetzt gegen drei Bonner. Vier Bonner. 3 plus Torwart. Das ist jetzt ganz verrücktes Spiel. Ein Ballbesitz, Auszeit genommen vorher. 65 Sekunden zu spielen. Es sind noch 2 Tore. Ganz verrücktes Spiel jetzt hier. Bonn muss den Ball irgendwie laufen lassen, will irgendwie die Zeit hier runter spielen. Das Zeitspiel wird recht schnell gleich angesagt werden von den Unparteiischen.
Und sollte es zu keinem Treffer kommen, haben die Botschafter dann nochmal die Chance, den Anschluss zu treffen. Aber warten wir erstmal ab, was Frank Berblinger seiner Mannschaft jetzt mit auf den Weg gibt. Irre, was ist das? Bloß jetzt kein Gegentreffer, bloß jetzt kein blödes Foul von Burscheid. Ein schneller Ball gewinnen und dann bleibt es abzuwarten, was die Burscheider noch holen. Weiter geht es. Ja, die werden jetzt versuchen, das Foul zu ziehen. Lehrer mit dem Block, Daniel Ossen holt den Ball. Und der wird abgepfiffen, Fuß, sagen die Schiedsrichter. Mittlerweile sind es wieder einer mehr bei Bonn. Freiwurf gepfiffen. Und er kommt zum Wurf, trifft Elsen durch die Beine. Und das müsste es gewesen sein. Wir haben Philipp Bidera hier nochmal zum Wurf kommt, aber nicht trifft. Die letzte halbe Minute läuft an. Schade. Franz Sekunden noch, drei Tore Vorsprung für Bonn. Vier Tore Vorsprung für Bonn. Das ist es, das war's. Der BTB verliert sein erstes Heimspiel in dieser Saison. Eins macht Jakobs noch. Ergebnis Kosmetik. 29 zu 32 steht es am Ende. Da waren die Bonner einfach zu stark hinten. Wo die BTB eine bessere Zeit hatte, gespielt haben, 28 Treffer, aber in der Abwehr einfach zu inkonsequent. Individuell zu stark die Bonner, immer wieder durchgekämpft. Und Ströf auf der halblinken Position, die Kreisläufer. Und da waren sie dann einfach zu stark. Ein Ticken zu stark für den BTB. Jetzt heißt es Mund abwischen. Weiter geht's in dieser englischen Woche für den BTB. Samstag kommt mit Essen der nächste Gegner. Wir sind dann wieder natürlich für euch live dabei. Und sehen noch einmal den Applaus unserer Mannschaft. Für alle hier in der Halle, aber auch für alle, die gerade vor dem Bildschirm saßen, das verfolgt haben. Das kriegen die Jungs auch mit. Wenn die sehen, dass so viele Leute zugucken, das tut den Jungs gut. Und am Samstag hoffen wir natürlich wieder auf so viel Unterstützung. Bis dahin einen schönen Abend noch und ich hoffe, wir sehen uns alle am Samstag wieder. Tschüss, macht's gut.